Möchte mal kurz auf die CD zurückkommen. Da habe ich mir die CD gekauft, höre mir die an. Welche Rahmenbedingungen sollte ich denn schaffen beim Hören? Also ist das ganz individuell oder kannst du das irgendwie sagen? Soll ich die hören, während ich Dart spiele? Soll ich mir ein warmes Bad einlassen oder eine Entspannungssituation oder tatsächlich wie bei den Übungen, die du uns gerade vorm Einschlafen? Also was würdest du da empfehlen? Ideal wäre entweder entspannt hinlegen, für Ruhe sorgen, Handy aus, vielleicht die Türglocke aus und man legt sich hin. Ideal oder gut wäre es, wenn man nicht zu müde ist, weil sie ist so entspannend, dass wenn man zu müde ist, dann schläft man hundertprozentig ein. Das ist zwar nicht schlecht, weil es ein sehr entspannter Schlaf ist und der Großteil vom Unterbewusstsein auch aufgenommen wird. Also es schadet nicht, wenn man einschläft, aber ich habe viele gehabt, ja, ich komme von der Arbeit um 9 Uhr abends, um 10 Uhr höre ich mir die CD und dann schlafe ich immer ein. Dann sage ich, du wirst das dann schon brauchen, der Körper wird es brauchen. Also, wenn man noch nicht zu müde ist, kann man entweder im Liegen entspannt, ruhig oder im Sitzen, auch in der Badewanne, muss man halt noch irgendwie Schwimmreifen, dass man nicht untergeht. Aber einfach in entspannten, die nicht im Training muss, die einfach zum Runterfahren, weil die fährt. Ist sehr, sehr entspannend, das Ganze. Und so soll es ja sein. Jetzt möchte ich einen kleinen Schwenk machen. Wenn ich Spieler bei mir sitzen habe, frage ich sie, welche drei Tipps sie einem Anfänger geben würden. Und jetzt möchte ich dich gerne fragen, welche drei Tipps du als Mentaltrainer einem Dartspieler geben würdest, der zu dir kommt und sagt, ich möchte mich verbessern. Als Anfänger oder egal. Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, Dart als ein Spiel zu sehen. Ein Spiel, das wo man zwar gewinnen will, weil der Wille des Gewinns ist wichtig. Aber es ist ein Spiel. Und das Spiel soll Spaß machen. Der Spaß soll nie verloren gehen. Wenn ein Spaß Muss wird, Verkrampfung wird, dann geht es das Kontraprodukt. Dann geht es meistens bergab. Also Spaß am Spiel, das ist das Allerwichtigste. Zweitens, was ich bei vielen Leuten, verschiedensten Sportarten, aber eben auch im Dart sehe, ist schwierig zu sagen. Also die Spiel, ob ich erfolgreich und gut bin oder nicht gut bin, nicht abhängig von meiner Persönlichkeit machen. Ich bin kein besserer Mensch, wenn ich einen besseren Dart schmeiße und ich bin kein schlechterer Mensch, wenn ich schlechter schmeiße. Viele machen das. Unbewusst natürlich. Vielleicht sind sie in der Arbeit nicht so besonders zufrieden. Vielleicht haben sie Probleme in der Familie und holen sich da den Ausgleich im Spiel. Das ist ein unbewusster, unglaublicher mentaler Druck. Wenn man weiß, viele Sachen im Leben gehen nicht so gut, wie es sollen, aber mein Startspiel, das ist das, was ich habe, das, was ich kann und das soll alles andere ausgleichen. Und das kann man oft beobachten, vielleicht hast du das auch schon mal gesehen oder ja. Und das ist auch was wahnsinnig schwierig ist, wenn man die Einstellung hat. Das sind die Sachen, wo man sagt, kein Spaß, den extremen Druck selbst machen, weil Druck kommt nicht von außen. Druck passiert immer in einem selber. Nur selber macht man Druck. Es gibt keinen Druck von außen. Also nicht beim Dartspiel. Das sind die schwersten Fälle, dann, wo das irgendwann kommt. Das wurde dann zerquetscht sein. Ja, und drittens, trainieren. Training, Training, Training. Mit Spaß. Und Turniere und Ligaspiele spielen. Weil wenn ich besser werden möchte, muss ich nicht nur im Keller spielen alleine, sondern mit guten Leuten, am besten nur an der, wo besser ist, werden, der, wo ihn sieht. Und einfach Turniere, Ligaspiele. Practice und Wettkampfsituationen. Immer je nachdem, was für einen Ehrgeiz ich habe. Aber ohne den geht es nicht. Ich merke das selber auch. Ich sage, ich hab's probiert mit Hypnose-CD und so und die trainieren immer. Also bei mir, die CD alleine hilft nichts. Ich würde gern mit dir auch nochmal in diesem Bezug auf das Thema Ziele kommen, Zielsetzungen kommen. Also, ich habe da zwei Fragen zu. Zum einen, wie wichtig sind deiner Meinung nach Zielsetzungen und welche Art von Zielen sollte das sein? Also,
macht Sinn, mir vorzunehmen, im gewissen Zeitraum das und das Turnier zu gewinnen, besseren Average zu spielen, oder sollten das andere Arten von Zielen sein? Also das ist meine persönliche Meinung ist, ich sollte versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, die meisten Kreuzchen zu machen. Average ist für mich ein Muster ohne Wert, weil es einfach nicht greifbar ist, nicht wirklich greifbar. Man, wichtig ist gewinnen, gewinnen wollen und gewinnen. Weil einmal ist der Average, man wirft drei Darts am Doppel 16 vorbei und wupp. Also ist bei den kurzen Distanzen, die wir spielen, ist glaube ich eine Best-of-31-Spiele, dann ist das was anderes. Aber bei so kurzen Distanzen, bei Best-of-5 oder was, ist der Average eigentlich nicht wirklich das Entscheidende. Ja. Die Ziele meiner Meinung sollte oder ist gut, wenn man sie realistisch Ziel setzt. Also ich muss mein Leistungsvermögen wirklich mal realistisch bewerten. Was ist drin? So wie es jetzt ist. Ich muss immer zuerst einmal den Jetzt-Zustand finden. Und das ist realistisch und das ist nicht einfach. Dass man sich realistisch sagt, da stehe ich. Und dann, wo will ich hin? Und das muss realistisch sein. Und zwischenrei würde ich ein paar Etappenziele bauen. Und ich sage, okay, ich bin jetzt ist November und ich will im Frühjahr. Also im nächsten großen DDV-Turnier in München will ich mindestens ins Viertelfinale kommen. Mit meinem jetzigen Trainingszustand und meinem jetzigen Können muss ich sagen, ja, verwegenes Ziel, klar. Ja. Realistische Ziele. Ich will so gut wie möglich spielen und so viele Spiele wie möglich gewinnen, weil jedes nächste Spiel ist wichtig. Immer das nächste Spiel, immer das nächste. Und nicht zu weit. Zu große Ziele, weil zu große Ziele, die wo man noch nicht erreicht, ist sehr demotivierend. Wenn ich jetzt so sage, wenn ich ein großes Turnier gewinnen und war aber noch nie auf einem großen Turnier, dann kann es ziemlich frustrierend werden. Wenn ich sage, ich möchte mal in die zweite oder dritte Runde kommen, ist das was anderes. Aber es kann ein größeres, realistisches Ziel sein, aber zwischendrin, wie bei einer Leiter, ein paar Sprossen einbauen, weil das motivierend ist, wenn man sagt, okay, sagen wir, da eine geklommen, da bin ich mal. Fällt einmal wieder runter, es ist ja nicht so schlimm. Aber man sieht einen Fortschritt. Man soll die Ziele so wählen, dass man selber einen Fortschritt sieht. Nicht zu kleine Ziele, das klar sollen es auch nicht sein. Lieber mal nach oben korrigieren, aber lieber nach oben korrigieren, wenn nach unten korrigieren. Weil nach oben positiver ist, wie nach unten. Das waren die Ziele. Zielsetzung ist aber prinzipiell total wichtig. Wer Ziele hat, der hat Motivation. Wenn ich kein Ziel nicht habe, weiß ich ja gar nicht, in was für Richtung ich marschieren soll. Jetzt möchte ich zum Abschluss möchte ich noch ein Thema mit dir besprechen, das ein schwieriges, sensibles Thema ist. Es ist der Alkohol im Dartsport. Oder vielleicht holen wir weiter aus, der Alkohol im Sport allgemein, der ja durchaus zur Leistungssteigerung eingesetzt werden kann. In einigen Sportarten auch auf der Dopingliste steht. In anderen aber auch nicht, wo man auch weiß, dass Sportler es einsetzen. Skifahren ist so ein Beispiel, wo es auch Sportler schon thematisiert haben, dass sie das benutzen. Da würde ich einfach gerne von dir wissen, wie siehst du diesen Einsatz von Alkohol im Sport, im Dartsport speziell? Ja, vielleicht erstmal diese Frage, wie siehst du den Einsatz von Alkohol im Dartsport? Also als allererstes will ich sagen, ich meine, es schauen das Video bestimmt Leute an, die wo mich kennen. Also ich bin selber kein Kind vor Traurigkeit und trinke bei meinen Spielen auch mal ein Bierchen. Aber ich bin der Meinung, dass man keinen Alkohol braucht, um besser zu spielen, wenn man sich mit seinem Kopf beschäftigt. Wenn man es tut. Wenn nicht, ist dann für viele. Und man sieht es ja auch großen Turnieren oder PDC-Turnieren, das kann man nicht wegdiskutieren, sieht es auch, dass viele Spieler das einsetzen als zum Selbstbewusstsein steigern, weil es einfach eine Selbstbewusstseinssteigerung ist. Man kennt es vielleicht, wenn man so als Jugendlicher oder als junger Mann in einer Disco ein Mädel sieht, dann redet man es leicht an nach zwei Bierchen oder ein Jackie Cola, als wenn man da ganz nüchtern steht. Und ähnlich ist es, wenn man ans Board geht. Es wird halt einfach ein bisschen, alles ein bisschen lockerer. Das kann man aber mit
dem, wie man sein Köpfchen trainiert, genauso machen. Es spricht ja nichts dagegen, dass man Alkohol trinkt, aber trinken und saufen ist ein Unterschied. Ich sage jetzt einmal ganz so, man kann trinken, ein Gläschen oder so. Schwierig ist für die Leute, die was brauchen, dass besser sein. Da würde ich mich schon hinterfragen, ob ich das wirklich brauche oder ob ich mich nicht besser besinne darauf, dass ich meinen Kopf trainiere, als wie ihn betäube. Weil Alkohol ist im Prinzip nur Betäubung des bewussten Denkens. Und das kann ich noch ein paar Monate selber lernen. Man kann ja nachher ein Bierchen trinken, man kann ja auch mehr Bier oder was trinken. Aber wenn ich es trinken kann und trinken muss, dass ich besser spiele, das ist der entscheidende Unterschied. Und das müssen, das ist sehr fraglich. Und meiner Meinung nach müssen das sehr viele Spieler. International wie national wie auf dem Dorf. Das ist egal. Also das ist was, wo man sagt, das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Das können, weil jeder kann einmal was trinken, das ist halt beim Daten so, ob das jemals wegkommt oder ob das jemals verschwindet aus dem Dartsport, man kann es hoffen. Aber das Trinken müssen, dass man leistungsfähig ist, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und bin sehr froh, wenn jetzt in der Jugendarbeit oder wenn die frühen Jugendlichen das komplett anders machen. Dass sie sich vorher mit frühen Sachen beschäftigen, weil das ist nur die Zukunft vom Daten. So, weg vom Alkohol. Was einer nachher macht, ist vollkommen wurscht, das ist seine Sache. Aber es ist wirklich nicht schön, wenn einer der Ocke entlang fällt oder so die Pfeile nicht mehr allein rausziehen kann. Also ganz, ganz klar auch die Aussage hier, dass es einfach eine Frage des Mentaltrainings ist. Ist meine Meinung. Mein Das ist Kopf. meine Meinung. Absolut meine Meinung. Das Ding. Immer, wenn, immer dann in Verbindung, dass man das reguläre Techniktraining, das Wurftraining nicht vernachlässigt. Das ist immer die Basis von allem. Also man muss trotzdem sein normales Training durchziehen und zusätzlich als Ergänzung oder als Zusatzmaßnahme einfach im mentalen Bereich trainieren. Das ist das mit Abstand das Effektivste. Und wer das macht, wer wirklich sein Pensum spielt, je nachdem, was für ein Ehrgeiz er hat, aber wer sein Pensum spielt im normalen Training und das nicht nur alleine im Kellerchen, sondern wirklich mit Leuten, wo wirklich was passiert. Nicht, auch nicht, vielleicht nicht unbedingt nur gegen den Computer, sondern wirklich wettkampfmäßig trainiert dann auch. Und sie mental beschäftigt. Und das aber wirklich intensiv nicht und sagen, ah, puh, heute habe ich aber keine Lust. Das sind ein paar Minuten, die kann man machen. Und wenn man das einmal drin hat, dann wird das zur Routine. Muss man einfach aufnehmen in seine Trainingsroutine. Und wenn man das so macht, dann bin ich mir sicher, dass Alkohol eher kontraproduktiv ist. Dass man mit Alkohol schlechter wirft, weil man seinen Kopf einfach nüchtern besser unter Kontrolle hat, wie man es mit Alkohol hat. Zum Abschluss unseres Gespräches kann ich dich nicht entlassen, ohne unsere Rubrik, die wir auch mit allen Spielern durchführen, in der ich dir Sätze ansage und du die bitte vollendest. Ich habe immer im Kühlschrank Joghurt. mein Lieblingsturnier ist, weil. Es ist ein EDA-Turnier in Österreich, in Kundl, in Tirol. Da spielen wirklich absolute Granaten mit. Es ist eine wunderschöne Halle und ein Riesenspaß und total nette Leute dort. Unicorn, Target oder Bulls, weil. Puls. Das. Puls, ganz klar. Am Dartsport nervt mich. Nichts. Im nächsten Leben werde ich. Dasselbe, was ich jetzt bin. Das ist okay so. Am liebsten trinke ich. Bier? Wenn ich nicht Dart spiele, mache ich am liebsten. Ich koche gerne. Unterhalte mich gerne mit Freunden. Und mein Job, eben mit der mentale Bereich, Hypnose, das ist eigentlich das ist wie ein Hobby für mich auch. Also. Auf meinem iPod ist. Entspannungsmusik. Okay, lieber Richard, ich danke dir, dass du bei uns warst. Es waren
Wenn es mal nicht so läuft, regelmäßig anhören. Und ich mache die nächsten Wochen einen Download, der ist dann im Shop erhältlich, wer Interesse hat, mit den ganzen, mit allem, was wir heute besprochen haben, mit Visualisierung, Affirmationen, mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, wird so mit einer speziellen Hypnose noch zusätzlich, wird so zwischen 1,5 und 2 Stunden dauern. Und wer Interesse hat, der kann sich das einmal zu Weihnachten schenken. Ich danke dir, dass du bei uns warst. Danke dir für das wunderschöne Geschenk. Die werde ich mir natürlich nach dem Wochenende gleich mal anhören. Und ja, danke dir, dass du da warst. Danke dir auch für den Einsatz im Dartsport. Und ja, mach so weiter. Super, ich sag danke.